Grüß euch, ich bin Alex. Willkommen bei einer weiteren Folge meiner Videoreihe Unterstand, Unterkunft und Shelterbau. Heute starte ich meine erste Folge Neues Projekt. Was es damit auf sich hat, das erfährt ihr gleich. Zuerst einmal möchte ich etwas loswerden. Tja Leute, und was ich gerne loswerden möchte, ist einmal, dass ich mich bei euch einmal recht herzlich bedanken möchte für die lieben, netten, tollen Kommentare, generell in meinen Videos, aber auch speziell in der Rubrik, in meiner Videoreihe Unterkunft, Unterstand und Shelterbau. Denn als ich mein erstes Video da gemacht habe, ich muss ein bisschen ausholen für die Neuen, damit die auch verstehen, worum es geht. Ich habe mal eine Schilfmatte geschenkt bekommen und habe mir überlegt, was ich mit dieser Schilfmatte anfangen könnte. Und habe mich dazu entschlossen, aus dieser Schilfmatte mir einen Unterstand aufzubauen. Und vom ersten Moment an haben mir so viele Leute geschrieben, dass ihnen das sehr gut gefällt. Und ja, die waren eigentlich sehr begeistert davon. Und wie heißt es so schön? Unverhofft kommt oft. Ich habe nicht gewusst oder geahnt, dass das so beliebt werden würde, diese eine Videoreihe. Und dafür möchte ich mich jetzt einmal bei euch recht herzlich bedanken für die echt tollen Kommentare. Aber auch in den anderen Videos, zum Beispiel bei meinen Survival-Trainings, wo ich meinen Unterstand mit eingebaut habe, auch da habe ich immer tolle Kommentare bekommen. Und immer wieder wurde dann mein Unterstand angesprochen. Und das hat mir einfach gezeigt, wie sehr ihr an diesem Thema interessiert seid, wie sehr euch das gefällt. Und ich werde mich jetzt auch bemühen, die weiteren Videos so gut, so informativ und so aufregend wie nur möglich zu gestalten und auch meine Erfahrungen, die ich dabei sammle, auch mit euch zu teilen, denn ich denke, dafür ist ja YouTube da, dass man sich gegenseitig austauscht und ja, ganz einfach voneinander lernt. Und was es jetzt mit dem neuen Projekt auf sich hat, das erfährt ihr jetzt. Ich habe es ja damals schon in meinem letzten Video angesprochen, als ich meinen Unterstand abgebaut habe. Da habe ich auch echt tolle Kommentare bekommen. Viele haben gesagt, schade, dass ich den Unterstand abgebaut habe. Ich muss ehrlich gestehen, auch mir hat es leid getan, denn mein Unterstand, den hatte ich jetzt schon fast ein Jahr und der war noch ziemlich gut instand. Aber dennoch will ich mich weiterentwickeln, lernen, herumprobieren, herumexperimentieren. Und das macht einfach einen Riesenspaß, draußen in der Natur zu sein und ganz einfach ja, seiner Leidenschaft nachzugehen. Wie ihr wisst, mache ich das alles auf meinem privaten Grund. Da kann ich mich einfach austoben, da kann ich meiner Fantasie freien Lauf lassen und muss nicht wirklich auf irgendjemand anderen Rücksicht nehmen. Mein neues Projekt, das habe ich ja damals schon kurz angesprochen, da geht es darum, dass ich ganz einfach die Ausrüstungsgegenstände, die ich selber, die ich persönlich besitze, jetzt wieder mal hervorkrame und einfach jetzt wieder mal ja, sie verwende. Ich habe die verschiedensten Tabs und ein Zelt, die habe ich eigentlich schon lange nicht mehr verwendet. Und ja, es wird einfach einmal Zeit, die wieder hervorzukramen und da ganz einfach die Erfahrungen damit wieder zu sammeln und einfach ja verschiedene Aufbaumöglichkeiten zu trainieren und einfach ein kleines Lagerleben, je nach Ausrüstung wieder ein bisschen hier aufzubauen. Das ist genau das, was mir nämlich gefällt und ich denke, das ist auch etwas, was euch gefällt. Und ich möchte da ganz einfach wieder meine verschiedensten Erfahrungen sammeln, was jetzt speziell die Ausrüstungsgegenstände, die Tabs und das Zelt betrifft, was ich habe. Und dann möchte ich immer wieder andere Aufbauvarianten durchführen und das soll mir ganz einfach helfen, ja, meine Erfahrungen zu sammeln. Und ja, man lernt ja nie aus, man hat ja die verschiedensten Möglichkeiten, wie man so ein Tab aufbaut. Und ja, da ich meistens mit wenig Ausrüstung unterwegs bin, ist es für mich auch sehr wichtig, auch mit möglichst wenig Ausrüstung auszukommen. Auch da bin ich wieder gefordert und ja, das sind einfach Dinge, die ich sehr gerne mache und daher sind das jetzt sozusagen meine neuen Projekte. Alle Ausrüstungsgegenstände, also Tab, Plane, Zelt, die ich dann hier in dieses Projekt stecke, möchte ich euch auch genauer vorstellen, also die Produkte genauer vorstellen, die ich habe, die ich besitze. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß es selber nicht mehr, was ich so alles habe, denn ich habe dann noch so eine Kiste, wo alles drin ist und da muss ich mich dann Stück für Stück einmal ja, durchwühlen und einmal schauen, was ich da noch so besitze. Denn
ja, ich habe halt noch so in Erinnerung, dass ich da noch so Bundesheerzelt habe, so eine Bundesheerplane und ein paar Tabs, aber was genau das jetzt für Tabs sind, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber ja, lasst euch ganz einfach überraschen, auch ich lasse mich überraschen. Okay Leute, ich habe mir überlegt, was für einen Gegenstand verwende ich jetzt, also was für ein Tab verwende ich jetzt als erstes für mein erstes Video für dieses Projekt, und ich habe mir gedacht, ich entscheide mich für ein Tab, das ich schon ziemlich lange besitze. Das war mein allererstes Tab, als ich mit Survival Bushcraft angefangen habe, da im Outdoor-Bereich unterwegs zu sein, und tja, ich habe mir gedacht, mit diesem Tab werde ich ganz einfach starten, und zwar ist das dieses Tab hier von der Marke Bluefield. Als ich dieses Tab gekauft habe, und das habe ich in keinem Geschäft gekauft, das habe ich jemanden abgekauft, also das habe ich privat erworben, war ich dann ziemlich stolz, dass ich dieses Tab hatte oder generell ein Tab hatte. Ich hatte da damals ja nicht wirklich viel Erfahrung, was das betrifft. Ich wollte einfach nur mal ein Tab haben, um meine ersten Erfahrungen damit zu sammeln, und bin dann gleich voller Stolz, als ich dieses Tab hatte, in den Wald gegangen und habe dann die verschiedensten Aufbauvarianten durchprobiert. Ich habe viele Nächte unter diesem Tab verbracht, und es hat damals einen riesen Spaß gemacht, und da hängen eigentlich schöne Erinnerungen dran, und es macht eigentlich jetzt Freude und den Spaß, es jetzt wieder verwenden zu können. Ja, was gibt es da zum Sagen? Ich habe euch ja gesagt, dass ich euch auch die Produkte, die ich jetzt verwende, also meine Produkte, die ich besitze, Tab oder Zelt, dass ich euch auch ein wenig über diese Produkte etwas Genaues noch erzählen werde, was für eine Marke das ist, Länge, Breite, Gewicht und solche Sachen, was für ein Material und so. Und auch bei diesem Tab möchte ich euch gerne ein paar Details nennen. Allerdings muss ich mich jetzt bei euch schon entschuldigen, denn es gibt hier einen Punkt, den ich auf jeden Fall nicht herausgefunden habe, und ich habe da wirklich stundenlang gegoogelt ab dieser Marke, aber ich bin leider nicht fündig geworden, und zwar bin ich nicht fündig geworden, aus was für einem Material genau das Tab besteht. Meistens sind die Tab eher aus demselben Material aufgebaut, natürlich gibt es hier und da auch Unterschiede, aber dennoch hätte ich euch gerne gesagt, um was für ein Material es sich hier handelt, aber wie schon gesagt, ich bin leider nicht fündig geworden. Ich habe wirklich unendlich viel Zeit verbracht bei der Marke Bluefield, mich dazu erkundigen. Natürlich hat man hier andere Tabs, gab es hier andere Tabs, aber nicht das Tab mit meinen Abmessungen. Ja, und da sind wir schon beim nächsten Thema, Abmessungen. Ich wusste es damals nicht besser, ich war blutiger Anfänger, ich war so richtig, ja, wie soll man sagen, grün, so richtig grün hinter den Ohren, denn dieses Tab hat wirklich sehr komische Abmessungen, denn ja, für mich als ziemlich großer Mensch ist dieses Tab fast wieder zu klein. Wie schon gesagt, ich habe es damals nicht gewusst. Ich kann euch zwar jetzt nicht sagen, was für ein Material das ist, allerdings kann ich euch die Abmessungen nennen. Und zwar hat das Tab eine Länge von 2,17 Meter, eine Breite von 1,75 Meter. Es hat ein Gesamtgewicht von 390 Gramm, und an den Längsseiten sind jeweils 3 Ösen angebracht. Also insgesamt hat das Tab dann 6 Ösen mit einem Innendurchmesser von 8 mm. Tja, mehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen. Ich habe mir gedacht, ich werde mein Projekt jetzt so machen, dass ich ganz einfach das Tab immer wieder anders aufbaue. Da gibt es ja die verschiedensten Aufbauvarianten, und ich werde dann jeweils da noch immer eine Nacht dann so verbringen unter diesem Tab, und später dann werde ich euch so meine Erfahrungen erzählen, mitteilen, und ja, ich werde auch ein bisschen so mein Lager vorbereiten, aber jetzt nichts Großartiges jetzt im Sommer, also vielleicht gerade mal so eine Feuerstelle, aber wirklich nicht mehr. Vielleicht noch ein Dach über die Feuerstelle, aber keinen Wärmereflektor oder so, das brauche ich jetzt hier im Sommer ohnehin nicht. Okay Leute, ich würde sagen, ich fange jetzt einmal an, mein Tab aufzubauen. Okay Leute, bevor ich jetzt aber mein Tab aufbauen kann, brauche ich noch etwas Holz, und ich
habe mich auf die Suche gemacht und bin fündig geworden. Ich habe hier etwas Holz mir mitgenommen und zwar handelt es sich hier um Totholz, keine Sorge, um kein frisches Holz. Hier wurde eine Weide geschnitten und das Holz lag schon eine Zeit lang da herum und ich habe mir hier einfach jetzt ein Stück von der Weide, von dem abgeschnittenen Holz mitgenommen. Das sollte ausreichen und jetzt werde ich hier noch ein bisschen schnitzen, ein bisschen sägen, um eben dann mein Tarp aufbauen zu können. Los geht's! Okay, meine Hölzer habe ich mir soweit vorbereitet. Hier habe ich meine Heringe. Hier habe ich dann meine zwei Hölzer, die habe ich hier unten angespitzt. Das ist der Teil, der in den Boden kommt. Und hier die Gabelungen, die habe ich jetzt vorerst einmal so belassen. Und ich denke, jetzt kann ich dann schon langsam anfangen, meinen Tarp aufzubauen. Tja Leute, hinter mir könnt ihr mein Plätzchen sehen. Einen Teil habe ich jetzt freigemäht. Das ist der Platz, wo ich dann mein Tarp aufschlagen werde. Aber rundherum habe ich das Gras einfach wild wachsen lassen. Ich liebe es ganz einfach so mitten in der Natur zu sein. Ich liebe es, das Summen und Brummen zu hören der verschiedensten Insekten. Und ja, dieses Gras bietet mir unter anderem auch ein wenig Windschutz und auch wenn der Wind durch das Gras so fährt, das hat so einen angenehmen Klang, ein schönes Geräusch und das hilft mir meistens auch recht gut einzuschlafen. Also im Großen und Ganzen ein wirklich schönes, gemütliches Plätzchen.
Variante, die ich heute gewählt habe, ist das Schrägdach, auch genannt Lean-To. Diese Variante ist sehr schnell und effektiv und kann auch mit nur reinen Naturmaterialien aufgebaut werden. Noch schneller ist es aufgebaut, wenn man so wie ich ein Tarp als Schrägdach verwendet. Das Tarp kann entweder an Bäumen links und rechts mit Schnüren abgespannt werden oder man stellt das Tarp mit Hilfe von zwei Stöcken und einer Querstange auf, so wie ich es gemacht habe. Richtig aufgebaut schützt das Tarp einem vor Wind und Regen und kann auch in einer Notsituation sehr hilfreich sein. Okay Leute, mein Tarp habe ich soweit schon mal aufgebaut. Jetzt brauche ich noch etwas Bindematerial und was mir dabei jetzt dienen wird, das möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Okay Leute, wie schon gesagt, brauche ich jetzt etwas Bindematerial. Man findet so einiges draußen in der Natur, wenn man die Augen offen hält, und die gängigsten Bindematerialien oder einfachsten Bindematerialien wären zum Beispiel ein Büschel Gras. Wenn ich jetzt hier so ein Büschel Gras nehme, kann ich es problemlos um etwas herumwickeln und dann auch etwas festziehen. Das heißt, euer Bindematerial sollte schon etwas aushalten. Wie schon gesagt, wenn man es um etwas herumbindet oder wenn man jetzt einen Knoten machen möchte, wie bei einer normalen Schnur, also das Bindematerial sollte nicht gleich knicken oder eben abreißen. Eine weitere Möglichkeit sind zum Beispiel von der Birke hier diese ganz dünnen Ästchen. Auch die kann man als Bindematerial verwenden. Aber es gibt auch noch eine ganz andere Pflanze, die sich sehr gut als Bindematerial verwenden lässt. Und zwar ist das die Brennnessel hier. Und genau die werde ich jetzt verwenden. Okay, jetzt habe ich einmal hier zwei Brennnesseln. Wie man jetzt gefahrlos die Blätter der Brennnessel abstreift, das habe ich euch schon mal in einem Video gezeigt. Ohne Probleme geht das. Immer in eine Richtung, um nämlich von unten nach oben. Und schon habe ich jetzt nochmal die Blätter entfernt und habe jetzt einfach nur mal die reinen Stiele. Diese Brennnesselstiele, die kann ich jetzt als Bindematerial verwenden, aber ich kann jetzt nicht einfach hergehen und sie schon so biegen, denn sie würden knicken. Und genau das will ich nicht. Was ich jetzt machen muss, ist den Stiel sozusagen weich zu bekommen. Das geht, indem ich ihn entweder hier so zusammendrücke . Seht ihr, so habe ich dann den Stiel, der schon ziemlich weich ist, oder aber vorsichtig mit einem Stück Holz oder Stein weichklopfen. Ich versuche es einfach einmal mit den Händen, einfach nur ganz fest einmal zusammendrücken und dann, wenn ich schon spüre, dass ich den Stiel eingedrückt habe, kann ich ihn dann, indem ich ihn zwischen den Handflächen so zerreibe, auf jeden Fall noch viel weicher bekommen. Das untere Ende ist meistens besonders hart, aber auch das funktioniert. Ganz fest zwischen den Händen zusammendrücken und reiben, und schon, seht ihr, lösen sich hier schon die Fasern. Dieser Teil ist etwas hartnäckig,
Aber auch das funktioniert, man muss einfach nur improvisieren. Und schon habe ich ein Bindematerial, wo ich ziemlich fest dieses Brennnesselband, sage ich jetzt einmal, um den Finger wickeln kann. Seht ihr? Also ihr seht schon, die Fingerkuppe wird schon rot. Also ihr seht, wie fest ich damit schon etwas zuschnüren kann. Und genau das brauche ich jetzt. Das heißt, ich werde mir hier einfach den Stiel noch etwas weicher machen. Je weicher, umso besser. Umso besser lösen sich dann auch die einzelnen Stränge da heraus. Seht ihr? Lecker. Das war jetzt ganz schön anstrengend, dieser Aufbau. Ganz einfach nur aus dem Grund, weil der Boden hier ziemlich hart und ziemlich trocken ist und meine beiden Hölzer an der Ecke, die wollte ich unbedingt so tief wie nur möglich in den Boden bekommen, damit sie auch eine gewisse Festigkeit haben, dass, wenn jetzt der Wind gehen sollte, mir sozusagen das Holzstück nicht gleich umfällt. Aber ich habe es geschafft. Ich habe es zum Glück hinbekommen. Und ich bin ehrlich gesagt auch sehr zufrieden und vor allem sehr stolz auf den Aufbau.
meiner kleinen Unterkunft mit dem Tarp, weil ich habe ausschließlich nur reine Naturmaterialien verwendet. Also ich habe hier kein Stück Schnur verwendet, ich habe hier wirklich nur reine Naturmaterialien verwendet, ein bisschen Holz und ein bisschen Bindematerialien aus den Brennnesseln und schon habe ich meine kleine Unterkunft aufgebaut. Ich würde sagen, dass es auf jeden Fall viel schneller gehen würde, wenn ich auch noch den passenden Boden gehabt hätte, aber das ist nun mal so, das hat die meiste Zeit und Kraft und Anstrengung gekostet, aber ich denke, das kann sich auf jeden Fall schon mal sehen lassen. Es hat auf jeden Fall einen riesen Spaß gemacht. Das mit den Brennnesseln bin ich jetzt einmal gespannt, wie lange das hält. Ich hoffe ja doch, dass es jetzt ziemlich lange halten wird, dass sie jetzt nicht gleich trocken werden und dann brüchig werden und mir dann sozusagen herunterbrechen. Aber ich denke, ein, zwei Nächte, vielleicht sogar drei Nächte, hält das auf jeden Fall schon mal aus. Ach, echt herrlich. Ich freue mich, bin stolz darauf und kann es jetzt kaum erwarten, heute Nacht es endlich einmal wieder draußen zu schlafen unter meinem Tarp. Yeah! Übrigens, ich habe jetzt gleich noch etwas ausprobiert und zwar, wenn man jetzt aus bestimmten Gründen jetzt sein Lager verlassen muss, weggeht oder wenn jetzt ganz einfach ein zu starker Wind geht und man möchte jetzt nicht, dass das Tarp vielleicht kaputt geht oder das Grundgestell, das man sich aufgebaut hat, kaputt geht, habe ich ganz einfach jetzt einmal die Plane, also mein Tarp, rundherum um die Querstange gewickelt und somit ist es jetzt auf jeden Fall einmal windgeschützt, das heißt, mein Tarp bietet somit keine Angriffsfläche mehr und ja, ich habe dann auch hier freie Stelle. Auch meine Liegestelle ist dann frei, das heißt, an einem schönen Tag kann ich sozusagen hier kochen oder einfach irgendetwas machen und einfach hier am Lager meine Lagerarbeiten machen und sollte ich dann am Abend dann mich in mein Lager zurückziehen, also schlafen wollen, so wickle ich dann einfach mein Tarp von der Stange herunter, fixiere sie hinten mit den drei Heringen und habe dann sozusagen wieder gleich mein Schrägdach. Ich finde, das ist echt eine coole Sache, echt eine tolle Idee. Okay Leute, meinen Schlafplatz, den habe ich jetzt schon mal vorbereitet. Ich habe hier eine Turnmatte, diese Turnmatte, die kennt ihr eh, die habe ich bei meinen Survival-Trainings meistens mit dabei. Dann habe ich hier einen aufblasbaren Polster und eine Fließdecke. Allerdings hat es jetzt angefangen zu regnen, das hat heute nicht danach ausgesehen. Hier in dieser Richtung ist es noch hell, hier ist es etwas dunkel. Es regnet jetzt nicht stark, aber ja, keine Ahnung, das kann sich ja noch ändern. Es gibt zum Glück jetzt keinen Wind, das ist auf jeden Fall schon mal was Schönes. Ich habe mich auch schon umgezogen, ich habe mir jetzt einen Pulli angezogen und lange Hose. Und ja, wie schon gesagt, mehr brauche ich für die heutige Nacht nicht. Es ist jetzt im Moment nicht kalt und ich hoffe, dass der Regen jetzt nicht allzu stark wird und ja, dass auch kein Wind kommt. Allerdings wird der Regen jetzt etwas stärker. Ich würde sagen, ich verkrieche mich jetzt einmal in meinen Unterschlupf und ja, vielleicht melde ich mich dann später noch bei euch und wenn nicht, dann wünsche ich euch jetzt schon mal eine gute Nacht und wir sehen uns dann am Morgen.
Der Gesang der Vögel, echt herrlich, einen besseren Wecker, den gibt es nicht. Morgen. Ja Leute, das war heute eine echt schöne Nacht. Ich habe eigentlich sehr gut geschlafen und es hat auch in der Nacht dann aufgehört zu regnen. Mein Tarp hat mich auch schön trocken gehalten, echt herrlich. War wirklich sehr schön, sehr angenehm. Und das Schöne daran war, endlich wieder mal draußen schlafen zu können. Ich denke, heute wird wieder mal ein schöner Tag werden. Darauf freue ich mich schon. Echt klasse. Na gut, raus aus den Federn, dann werde ich mal aufstehen. Tja Leute, wie schon gesagt, hat mich das Tarp heute recht gut trocken gehalten und jetzt beim Waschen habe ich einfach nur gemerkt, dass sich hier an der Unterseite auch etwas Kondenswasser angesammelt hat. Das möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Hier sieht man es sehr gut. Also es ist gar nicht mal so wenig, aber ja, ansonsten muss ich sagen, war das jetzt aber kein Problem, denn ich bin trocken. Ich hatte eine angenehme Nacht. Es war ein bisschen kühl, ein bisschen frisch. Ich bin froh, dass ich meine Decke mit hatte, aber ansonsten muss ich sagen, war es wirklich eine schöne, erholsame Nacht. Hat wirklich viel Spaß gemacht. Okay Leute, das war es auch schon wieder mit meinem Video, mit meinem allerersten Tarp. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dass es für euch auch sehr informationsreich war. Ich bin auf jeden Fall stolz, dass ich hier endlich wieder mal eine Nacht draußen schlafen konnte, dass ich meine Unterkunft aufbauen konnte und das mit reinen Naturmaterialien. Also da ist kein Stückchen Schnur oder sonst irgendwas dabei. Und ja, die Nacht war sehr angenehm, sehr erholsam und ich freue mich schon auf die nächste Nacht, wenn ich dann mein Tarp jetzt anders dann aufbauen werde. Da werde ich dann eine andere Aufbauvariante dann wählen und ja, aber bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit, macht es gut und bis demnächst.